Nicht mehr lange, dann geht's los. Morgen 14 Uhr der Auftakt in die neue Drittligasaison zu Hause im Ludwigspark gegen den SC Verl. Wir alle sind heiß und wollen, dass es endlich losgeht. Die Zeit geht irgendwie gar nicht rum. Und deswegen dachte ich, damit es ein bisschen schneller geht, machen wir in dieser Woche noch eine zweite Folge. Tauzi ruft an, dann ist es gar nicht mehr so lange, bis es dann endlich losgeht und wir im Ludwigspark stehen. Deswegen habe ich bei einem unserer Neuen angerufen, bei Tobias Schwede. Garant auf der linken Seite, kommt von Hansa Rostock zu uns und wir haben ein bisschen gesprochen über seine alte Heimat, über Bremen. Ob er denn die Raute im Herz trägt, wollte ich wissen, weil er hat dort auch alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen bei Werder. Dann haben wir über saarländisches Essen gesprochen, er kennt sich schon aus, er wohnt mittlerweile auch im Saarland, hat hier eine Bleibe gefunden und wir haben über seinen Instagram-Account gesprochen, denn wenn man sich die Bilder so anguckt, ja, er sieht schon verdammt gut aus. Er könnte auch Model werden, also die weiblichen Fans, die traurig waren, dass Minos Guras jetzt nicht mehr bei uns ist, die können sich, glaube ich, mehr als trösten, dass er jetzt da ist. Tobias Schwede. Viel Spaß. Tobias Schwede, hi. Hi, grüß euch. Morgen geht's los, endlich, der Saisonauftakt. Wie ist deine Gefühlslage gerade? Bist du schon ein bisschen aufgeregt, kribbelt schon oder bist du noch tiefenentspannt? Ja, auf jeden Fall mega heiß. Also ich denke mal, die Vorbereitung muss sein, aber ich denke mal, jeder Spieler ist dann auch froh, wenn diese Wochen dann vorbei sind und es wieder Richtung Wettkampf geht. Und ja, ich habe einfach mega Bock, dass es wieder um was geht. Die ganze Mannschaft hat da Bock drauf und deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall eher heiß als tiefenentspannt. Morgen geht es dann endlich wieder in den Ludwigspark, den du ja schon so ein bisschen kennst, ne? Du hast gerade erzählt, dass mit Wien Wiesbaden schon mal in Corona-Zeiten im leeren Park gespielt. Ihr habt jetzt auch die Woche mal trainiert im Park. Also das leere Stadion kennst du. Was ist so dein Eindruck bisher vom Stadion? Ja, gut. Also es gefällt mir gut. Leider noch, wie gesagt, noch nicht ganz voll gesehen. Aber ich denke mal, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen ändern. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Atmosphäre, auf die Fans. Und ja, ich denke mal, da wird es schon ordentlich zur Sache gehen. Ich habe gehört, die Linien der Hurricanes, also von den Footballern, sind relativ penetrant gerade. Also die gehen nicht so richtig weg. Wenn die jetzt morgen immer noch da sein sollten, sind die dann vielleicht sogar hilfreich, weil du Entfernungen besser einschätzen kannst? Nerven die oder ist es vollkommen egal? Boah, schwierig zu sagen. Gute Frage. Hilfreich würde ich jetzt nicht sagen. Also ich würde sagen, dass das vielleicht sogar etwas stört, weil so viele Linien können dann auch ein bisschen verwirrend sein und ja, es ist so, wie es ist. Man muss es annehmen, wenn die Linien morgen noch zu sehen sind, dann ist es so, wenn nicht, dann nicht. Hoffen wir mal sehr, dass Sie da den Radiergummi noch ein bisschen ansetzen können und noch ein bisschen mehr Grün da reinbringen auf den Rasen. Das wäre super. Ich bin tatsächlich total positiv, was die neue Saison angeht, weil gefühlt gab es das schon lange nicht mehr, dass ich, bevor eine Saison losgeht, den Eindruck hatte, dass in der Vorbereitungszeit so ein richtiges Teamgefühl schon entstanden ist. Also ihr habt jetzt eine relativ lange Vorbereitungszeit gehabt, wart auch im Trainingslager. Gott sei Dank hat sich kaum einer verletzt, außer jetzt Günni beim Saisonauftakt. Aber im Großen und Ganzen seid ihr alle gut durchgekommen und man sieht immer nur lachende Gesichter. Also täuscht dieser Eindruck oder seid ihr wirklich schon so eine richtig eingeschworene Truppe geworden in den letzten Wochen? Ja, ich würde nicht sagen, dass das täuscht. Also du hast ja auch schon angesprochen, das Trainingslager, würde ich sagen, hat auch nochmal einen richtigen Input-Stoß gegeben, dass man, wenn man da wirklich 24 Stunden aufeinander hockt, das, denke ich mal, war nochmal ganz gut für die Mannschaft. Und ja, ich kann jetzt gerade nur für mich sprechen. Also mir macht es mega Spaß, mit den Jungs zu ackern auf dem Platz. Und ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl, dass es den anderen so geht. Wenn nicht, wäre ich ein bisschen enttäuscht. Aber also ich denke mal, dass sich jetzt in den nächsten Wochen da auch immer noch mehr entwickeln wird. Und ich bin da auf jeden Fall auch, wie du, positiver Ding. Und im Trainingslager gab es ja auch diesen freien Mannschaftsabend, bei dem die Neuen singen durften oder mussten. Was hast du performt? Ja, ich will ja jetzt auch nicht zu viel verraten, weil das immer ein bisschen intern ist. Aber genau, also das wurde gesungen. Der eine hat es besser gemacht, der andere schlechter. Wo ich mich da jetzt einstufen soll, weiß ich auch nicht so richtig. Ich denke mal, es war ganz, ganz amüsant für die Jungs. Ich war ja ganz überrascht, weil zwei haben mir erzählt, sie würden immer Marmorstein und Eisenbricht singen, wenn sie denn mal ran müssten. Und offenbar ist der Song ja nicht mal performt worden an dem Abend. Nee, tatsächlich nicht. Also das kann ich verraten. Der Song, der wurde nicht gespielt, aber
Da waren genug andere Songs, die in diese Branche fallen, dabei. Einen kennst du ja schon ganz gut, nämlich Lukas Böder, mit dem hast du zusammen in Paderborn gespielt. Alle anderen Mannschaftskameraden waren mehr oder weniger neu. Und es ist ja schon so, dass man im Laufe der Zeit bei so vielen Leuten kristallisiert sich dann raus. Man hat so zwei, drei, vier Buddies, mit denen man halt ein bisschen enger ist. Ist es bei dir schon passiert? Haben sich da schon so ein paar kleinere Grüppchen gebildet? Nee, also kleinere Grüppchen würde ich jetzt nicht sagen. Klar, der Lukas hat mir den Einstieg auf jeden Fall ein bisschen vereinfacht, weil ich ihn halt aus der gemeinsamen Zeit in Paderborn kannte. Er war so der Erste, der mir so die ersten Sachen gezeigt hat. Das war ganz gut für mich. Aber jetzt bin ich da gerade eigentlich so mit jedem ganz gut und verstehe mich bis jetzt mit jedem ganz super. Was sich dann irgendwie herauskristallisieren wird, kann ich jetzt noch gar nicht so sagen. Also ich komme mit ihm super zurecht und ich hoffe, das bleibt auch so. Ich sehe gerade, in deinem Hintergrund steht schon Home. Das heißt, ich vermute mal, du hast schon eine Wohnung gefunden und bist schon ein bisschen heimisch geworden im Saarland. Genau, ich habe eine Wohnung gefunden. Das Schild ist aber nicht von mir. Ich habe ein möblierte Wohnung genommen und ja, die hat mir sofort auf Anhieb gefallen. Ist ganz cool eingerichtet und ich fühle mich hier wohl. Hast du denn außer dem Sportfeld und dem ein oder anderen Trainingsplatz auch schon ein bisschen was gesehen von Saarbrücken? Ja, auf jeden Fall. St. Johann am Markt, da sind ja viele, viele Angebote zum Essen. Da war ich das ein oder andere Mal am Staden auch. Sehr cool jetzt bei dem Wetter, auch mit dem Fest, was jetzt war. Also ich würde sagen, so die ein oder andere Ecke von Saarbrücken habe ich schon Und kennengelernt. ihr habt ja auch so eine Schnitzeljagd gemacht, ne? Also die Saarländer haben euch so ein paar Ecken Genau, gezeigt. genau. Was waren da so für Highlights dabei? Was habt ihr da gemacht? Die Ludwigskirche, dann sind wir zum Staden auch gelaufen, da war auch ein Punkt. Es war jetzt aber auch trotzdem noch, weil das nach dem Spiel war, trotzdem auch noch ein Fokus auf der Regeneration. Also das war jetzt nicht nur irgendwie Sightseeing und ja, das waren eigentlich so die Main Spots, die wir abgearbeitet haben. Aber Weizenbier. Dann in der Innenstadt noch ein, zwei Sachen. Fanshop waren wir, genau. Ja. Das müsste es eigentlich so gewesen sein. Aber Weizenbier ist ja ein isotonisches Getränk, also hilft ja bei der Regeneration. Ja, das ist, glaube ich, richtig, soweit ich weiß, aber ich bin da nicht so, dass ich auf sowas schwöre. Also ich bin da eher mit viel Schlaf, gut essen unterwegs. Also nicht der altmodische Typ. Mit kleinen Bundesländern kennst du dich ja eigentlich aus. Du kommst aus Bremen. Bist da aufgewachsen, hast da auch Genau. alle Jugendmannschaften durchlaufen. Heißt, in deinem Herz schlägt auch die Raute. Ja, also Bremen bleibt und ist meine Heimatstadt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich damals auch schon nicht so, dass ich der allergrößte Werder-Fan war. Ich bin da immer sehr neutral. Also so eine richtige Lieblingsmannschaft oder so hatte ich nie. Aber klar, also meine Eltern leben noch in Bremen, meine Schwester, Freunde, also es ist immer wieder schön für mich auch nach Bremen zurückzukehren. Gibt es denn Eigenschaften, bei denen du sagst, das ist typisch Bremen und das ist auch in dir drin? Fisch esse ich schon gern, Ja. aber ich weiß jetzt nicht, ob das eine Eigenschaft ist. Was ist sonst noch typisch? Ja, das Einzige, was mir noch einfällt, ist vielleicht, dass man Moin sagt, aber ansonsten spricht man da Hochdeutsch. Da ist jetzt nicht irgendwie eine große Besonderheit irgendwie in Bremen drinne. Ihr habt auf jeden Fall auch ein seltsames Nationalgericht. Also bei uns ist es der Dippelappes, der ist auch speziell, das gebe ich zu. Bei euch ist es Pinkel und Kohl. Ah ja, genau, die so eine Grünkohlfahrt, das machen viele. Das schmeckt auch ganz gut. Ich bin da auch ein Fan von Grünkohl und Pinkel. Naja, das saarländische Gericht habe ich aber auch schon probiert. Echt? Das hat mir auch Ja, gefallen. sehr gut. Ja, genau. Also hier jetzt, das hat mir echt gut gefallen. Also, es war nicht schlecht. Schön mit Apfelmus. Nee, ich hatte es ganz, ganz plain, ganz simpel. Also ich glaube, da war gar nichts drauf. Es waren wirklich nur, ist ja, glaube ich, Kartoffel, bisschen Zwiebel, so ein bisschen Speck Ja, war da auch, genau. glaube ich, Speck kommt noch drin. dazu, genau. Genau, und obendrauf war bei mir irgendwie nichts. Ich weiß nicht, ob man das extra sagen muss, aber es hat auch so geschmeckt. Nee, normalerweise wird es mit Apfelmus geliefert, aber man kann es natürlich auch roh essen. Das ist ja die beste Prüfung überhaupt, wenn man es direkt roh schafft. Dann habe ich es vielleicht beim ersten Mal falsch gemacht, aber
Ich denke mal, das werde ich noch das ein oder andere mehr essen. Das hat mir gut gefallen. Aber ist das so, du bist ja die letzten Jahre jetzt viel unterwegs wegen dem Fußball. Hast du noch viele Kontakte in die Heimat nach Bremen und fährst du auch ab und zu noch vorbei oder sind die dann im Laufe der Zeit so ein bisschen abgebrochen? Ja, nicht abgebrochen. Also ich würde sagen, ein paar Freunde haben es, sag ich mal, dann auch aus Bremen herausgeschafft irgendwann mal. Und manchmal war das dann so, dass dann die irgendwie ein bisschen näher sogar dran gewohnt haben tatsächlich. Und dadurch hat man immer den Kontakt gehalten. Und wenn ich meine Eltern oder meine Schwester sehen will, dann fahre ich natürlich auch noch nach Bremen. Und so habe ich jetzt, sag ich mal, alle Verbindungen, so wie ich mir das auch vorgestellt habe, eigentlich aufrechterhalten. Dem Kollegen Carsten Pilger vom FCS-Blog hast du gesagt, du wusstest eigentlich schon relativ früh, dass du Fußballer werden willst. Wenn man sich dein Instagram-Profil so anschaut, dann könnte man aber auch meinen, ach Mensch, als Model wäre das aber auch irgendwie noch eine Option gewesen. War das mal ein Gedanke? Nee, das war noch nie ein Gedanke. Das ist eher so ein, sag ich mal, so ein leichtes Hobby. Ich würde jetzt aber auch noch nicht sagen, da kann man noch deutlich viel mehr Arbeit reinstecken, dass ich da jetzt richtig viel Zeit mit verbringe. Und das ist so ein bisschen so durch meinen Freundeskreis, da sind in der Branche Model der ein oder andere unterwegs und da übernimmt man dann, so wie die ein bisschen mit mir ab und zu kicken gehen, habe ich dann ein bisschen was von denen übernommen und das spiegelt sich dann ein bisschen auch in den sozialen Medien weiter oder wieder. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie auf richtig ernster Basis irgendwie versuchen will oder machen möchte. Auf jeden Fall kann man erkennen, dass du modisch sehr interessiert bist. Ist das auch so der Punkt, für den du am meisten Kohle ausgibst, also für Klamotten? Oder gibt es andere kostspielige Hobbys? Ja, kostspielig nicht. Also ich mag das, was anzuziehen, was, sag ich mal, so, oder die Wahrscheinlichkeit besteht, dass du jetzt nicht irgendwie, dass du in der Stadt rumläufst und zwei andere auch mit demselben Outfit siehst. Das habe ich nicht so gerne, muss ich gestehen, aber teuer sind die Sachen jetzt wirklich auch nicht. Also viele Sachen sind sogar Vintage, was sogar gebraucht heißt, vielleicht manchmal aus Amerika sogar zu einer irgendwie aus den 80ern dann irgendwie nach Deutschland hergekommen. Das sind dann meistens nicht so teure Sachen. Aber ja, wenn, dann investiere ich schon gerne in Klamotten. Also dann kaufe ich mir mehrere Klamotten, verschiedene das schon. Also ich bin da jetzt nicht so ein Autotyp zum Beispiel. Also ich sehe ein Auto zum Beispiel eher einfach als Mittel zum Zweck, von A nach B zu kommen. Also da schleudere ich jetzt zum Beispiel in dem Bereich nicht so viel Geld drauf. Kann ich sehr gut verstehen, geht mir aber auch mit Klamotten so. Also das T-Shirt, glaube Sehr ich, gut. würdest du da nicht anziehen wollen. Das ist, glaube ich, von irgendeiner Modekette. Kostet, weiß ich nicht, 20 Euro. Ja. Sowas findet man bei dir dann eher nicht im Schrank. Doch auch, also wenn ich von der Modelinie überzeugt bin, warum nicht? Also der Preis ist eigentlich immer sekundär bei mir. Also es geht mir wirklich darum, ob es mir gefällt, ob es, wie gesagt, ein bisschen selten ist, das mag ich dann. Und ja, ob es dann auch gut sitzt und passt. Ich würde gerne noch mal kurz nach Bremen zurück. Da hast du ja dein erstes Mal erlebt mit Werder Bremen, also fußballerisch, mit Werder Bremen 2. Da bist du zum ersten Mal aufgestiegen. Ja, keine Angst, so ein Talk ist es nicht. Okay. Aber da kam ja Ich noch, dachte schon, was kommt jetzt? nee, da kamen ja noch ein paar Aufstiege hinterher. Also du bist aufgestiegen mit Magdeburg und mit Rostock in die zweite Liga und mit Paderborn in die erste Liga. Ab wie viel Aufstiegen ist man Kandidat fürs Guinness-Buch der Rekorde? Boah, keine Ahnung, aber mit Werder Amateure bin ich dann auch noch in die Drittliga aufgestiegen. Ja, also dann sind's ja schon fünf. Vier. Ich weiß aber auch nicht, damit sowas befasse ich mich nicht. Also ich kann nur sagen, das Gefühl ist super. Das ist immer top für jedermann, auch für, sag ich mal, Leute innerhalb der Stadt, die das jetzt gar nicht so verfolgen. Da sieht man aber auch, wie das auf solche Leute dann auch wirklich abfärbt und ist meistens eigentlich für die ganze Region was super Tolles. Und ja, dafür ist man macht man jetzt sowas zum Beispiel wie die Vorbereitung, damit die Chance auf so ein Gefühl halt wieder besteht. Aber tatsächlich gibt es ja nicht so viele Leute, die es in ihrer Bio stehen haben, dass sie viermal aufgestiegen sind. Das heißt, wenn es jemand wissen sollte, wie es funktioniert, dann ja du. Also gibt es sowas, wo du sagen würdest, das war die Gemeinsamkeit von all diesen Mannschaften, mit denen du aufgestiegen bist. Das gehört unbedingt dazu, weil ohne das geht es nicht. Ja, also ich.
bin ja zum Beispiel noch mit keiner Mannschaft, sage ich mal, aufgestiegen, die sich nicht gut verstanden hat. Also dieses Teamgefühl war immer da. Auch der Konkurrenzkampf war immer hoch. Also die Qualität muss natürlich dann auch da sein. Und ja, ich würde sagen, das sind so Punkte, die dann immer super funktioniert haben. Ja, dass man auch manchmal in gewissen Situationen halt dann sein eigenes Schicksal nicht über das der Mannschaft gestellt hat. Das sind halt so Punkte, die dann immer auch zum Erfolg beitragen und dass man auch wirklich Bock hat, jeden Tag, den man auf dem Platz dann zusammensteht, nicht irgendwie schleifen zu lässt, sondern jeder versucht sich zu verbessern und Gas gibt. Und das waren eigentlich immer so die Punkte, wo ich sagen würde, die in den Mannschaften dann oder in den Jahren dann halt auch gestimmt haben, so überwiegend. Ne? Konkurrenz. Immer geht's nicht, aber es muss halt immer überwiegend der Wille oder die Idee auf jeden Fall sein. Konkurrenzkampf ist ja ein ganz gutes Stichwort. Also so als Fan hat man ja im Moment gerade die beruhigende Ausgangsposition, dass ihr euch da auf der linken Seite ein ganz gutes Duell liefert, also du und Pius Kretschmer. Gefühlt hast du jetzt gerade im Moment die Nase vorn. Aber wie ist das, wenn man so in dieser ständigen Konkurrenzsituation ist? Weil manchmal ist es ja so, es spielt sich ein Spieler fest auf einer Position und der ist dann erstmal gesetzt. Aber gerade so am Anfang der Saison ist ja der Konkurrenzdruck schon groß. Ja, absolut. Aber ich hatte das ja auch schon angesprochen. Das ist genau gerade der Punkt, der, denke ich mal, wichtig für die ganze Mannschaft ist, weil so ist jeder quasi gezwungen, immer an sein Maximum zu gehen oder es zu versuchen. Und ja, das macht, denke ich mal, jeden Einzelnen auch individuell besser. Ja, so bleibt die Mannschaft auch immer gierig, sage ich mal, auch im Wettkampf dann halt die Punkte einzusacken. Und das ist für mich sag ich mal, ein Faktor, der absolut gegeben sein muss, um auch erfolgreich Fußball zu spielen. Jetzt geht es morgen los gegen Ferl. Eigentlich ein undankbarer Gegner, weil, also sorry an Ferl, aber ist jetzt nicht so der attraktivste Name. Die haben jetzt auch nicht so viele Leute, die sie morgen mitbringen werden mit ins Stadion. Und gleichzeitig geht man so als Fan davon aus, jo, Ferl, die haut ja morgen weg. Aber das ist ja auch nicht einfach mal so Laufkundschaft, die da morgen in Ludwigspark kommt. Nee, Quatsch. Also ich denke mal, alle Mannschaften, die jetzt in der dritten Liga stehen, die haben sich das verdient, da zu stehen. Und ja, gerade so am Anfang der Saison weiß niemand so richtig, wo er steht, wie man das Niveau der anderen einschätzen kann. Und das birgt natürlich auch immer eine gewisse Gefahr mit sich. Aber wir werden da selbstbewusst morgen an die Sache rangehen, mit breiter Brust. Und ja, Ferles, denke ich mal, hat in den letzten Jahren gezeigt, dass sie eine spielerisch starke Mannschaft ist, die einen guten Ball spielt und deswegen auch absolut ein ernstzunehmender Gegner ist. Auch wenn da jetzt nicht massig Fans mitkommen. Ich denke mal, die Spieler von Ferl, die wissen das und das wird jetzt nicht irgendwie überraschend für die sein und die werden dann da morgen die Köpfe hängen lassen. Deswegen, also das wird uns schon alles abverlangen morgen und ja, wir werden mit breiter Brust und Selbstvertrauen auf jeden Fall alles raushauen. Heißt, ihr versucht euer Spiel auf jeden Fall durchzubringen oder ist es schon eher auch die Taktik, dass ihr euch auf Ferl und deren Spieler einstellt? Nee, das nicht. Also ich denke mal, mit breiter Brust und Selbstvertrauen meine ich natürlich, dass wir unser Spiel dem Stempel aufdrücken wollen und nicht irgendwie uns an den Gegnern jetzt total orientieren. Klar, analysiert man den Gegner, aber sich jetzt irgendwie nur auf den Gegner einzustellen, das ist definitiv nicht der Plan. Dann hoffen wir sehr, dass die ersten 3 Punkte morgen im Saarland bleiben und wir freuen uns sehr, dich zum ersten Mal im blau-schwarzen Dress im Ludwigspark zu sehen. Ich freue mich auch. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wenn es mal überraschenderweise 2 Folgen in einer Woche Tauzi ruft an gibt, dann gerne abonnieren. Diesen Kanal bei YouTube einfach hier draufklicken auf diesen kleinen runden Button und dann könnt ihr Abonnent dieses Kanals werden und bekommt immer automatisch eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt und ihr seid dann die Ersten, die sie gucken können. Ansonsten könnt ihr aber auch auf die andere Seite klicken, nämlich hier, und könnt euch eine der anderen Folgen anschauen. Vielen Dank und viel Spaß damit.